Auf diesem imposanten Berg in Venezuela, Sierra Nevada de Mérida, befindet sich der Humboldt-Gletscher, einer der letzten in den Anden von Venezuela. Trotz erschwerter Umstände im eigenen Land sind diese Wissenschaftler fest entschlossen, die Veränderung, die sein Verschwinden mit sich bringt, zu dokumentieren. Die Temperaturen steigen und die Vegetation verbreitet sich nur langsam. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit zwischen der Erwärmung und der Fähigkeit der Pflanzenwelt, diese Hochflächen zu besiedeln. Die hochgelegenen Regionen des Mérida-Gebirges sollten für den Naturschutz oberste Priorität haben. Selbst bei besten Witterungsbedingungen ist es keine leichte Tour von der kleinen Bergstadt Mérida zum Gletscher im venezolanischen Sierra Nevada Nationalpark auf fast 5000 Metern Höhe. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Gletscher in weniger als 2 Jahrzehnten verschwunden sein wird und dokumentieren akribisch Veränderungen der Temperatur und Pflanzenwelt. Die Krise im eigenen Land stellt sie dabei vor immer neue Herausforderungen. Stromausfälle betreffen in Kühlschränken gelagerte Proben, Gasknappheit bedeutet von zu Hause aus arbeiten. Doch die Wissenschaftler geben nicht auf. Für sie sind die Veränderungen des einmaligen Ökosystems eine lohnenswerte Forschungsaufgabe.